Das wollen wir dann nochmal genauer aufklären und genauer anzeigen. Das ist immer die Meinungen. Das Erste, was immer vor einem steht, was ich immer wieder sage, ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt, der sich alles ausdenkt, der sich seine eigene Welt ausdenkt. Und wenn das Ego sich in dir aufbäumt, dann geht es dir hin. Ein schönes Beispiel, und das sind immer alles Beispiele, wenn dich die Meinungen anderer interessieren. Das heißt dazu schon einmal das falsche Verstehen von Hollow Feeling. Wichtig ist, ich erkläre dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Es geht hier überhaupt nicht darum, was richtig und verkehrt ist, sondern um das, was ist. Und wir gehen nochmal in der Sprache und wir machen jetzt ganz kurz wie nenne ich jetzt das, diese Kritik an Hollow Feeling, an dem Udo Petscher von einer von uns ausgedachten Eva, Evelyn. Wir schauen uns jetzt einmal nochmal an. Und da wirst du merken, da ist das Wesentliche nicht verstanden. Und es muss jetzt das klar sein: Menschen, die du dir ausdenkst, sind Gedanken, die du denkst. Erwarte nichts von deinen Gedanken, die müssen so sein, wie sie sind. Und das gehen wir jetzt einmal Stück für Stück durch und lesen das einmal geistreich. Das ist ähnlich wie in dem Osho-Beispiel. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen: jedes Buch, das du dir anschaust, jeden Film, den du dir anschaust, es ist, ich sage jetzt einmal einseitig, bewusst einseitige Aussage, ist eigentlich verlorene Zeit. Weil du wirst feststellen, wenn du die Vordersprache beherrschst, liest du aus denselben Worten, aus denselben Situationen, wirst du die komplett anders interpretieren. Ich tue jetzt einmal den Bildschirm, ich tue das einmal den Bildschirm übertragen, dass wir das einmal stehen haben und dann gehen wir da ganz kurz einmal und dann schauen wir uns das jetzt an. Das machen wir jetzt einmal weg. Das war also hier. Wir machen jetzt, wenn du das jetzt siehst, das ist ja ein ganz kleiner Kreis, wo das ist jetzt erst einmal nur bei mir aufgetaucht. Das heißt, ich rede jetzt mal bewusst raumzeitlich. Ich denke mir jetzt eine Evelyn aus, die dem Udo das schreibt. Und da ist jetzt erst einmal immer, ich habe jetzt Worte vor mir, was mache ich aus den Worten? Wenn die du jetzt mit deiner jetzigen materialistischen Logik ausliest, lesen wir den ersten Absatz. Hallo Udo. Das heißt, sie kommuniziert schon wieder mit einem Gedanken, mit einem Menschen, den sie sich ausdenkt. Kommen wir gleich dazu. Da sich gerade bei mir die Kehrseite von meiner Begeisterung von Hollow Feeling zeigt, das ist immer wieder, du bist gesund, du bist krank, es ist hell, es ist dunkel, du hast den Eindruck, was verstanden zu haben und das Leben wird dich dann danach wieder das Gegenteil lehren, möchte ich dir mitteilen, was ich gerade jemandem geschrieben habe. Sie kommuniziert ständig mit ausgedachten Menschen, das heißt, sie kommuniziert mit ihren eigenen Gedanken. Ich möchte nicht hinter deinem Rücken reden. Deswegen schreibe ich dir meinen Text, den ich gerade geschrieben habe. Ich bin sehr enttäuscht, das ist sie eben nicht. Sie ist nach wie vor noch getäuscht. Wäre sie enttäuscht, wird sie den Scheiß nicht schreiben. Ah ja, Dann wird sie ja. sich vorher überlegen, was sie schreibt, wen sie das schreibt und warum sie das schreibt. Darüber Berechnung von Gedankenwellen über die ihr selber. Ich rede jetzt immer von dem Geist, der glaubt, die Evelyn zu sein, dass du uns noch als Brösel behandelst. Ich behandle meine Geistesfunktion nicht als Brösel, die Nee. behandle ich selber als Brösel. Ja, das ist der Punkt. Weil Ja, sie nicht genau. zuhören können. Merkst du? Wir fangen Ja. jetzt ganz oberflächlich, wir müssen gar nicht groß aufhören. So kommt es mir vor. Ja. Ja, wer bestimmt es, wie es ihr vorkommt, ihr Ego? Ja. Wie wurde nie erkannt, wer oder was wir wirklich sind? Deshalb verstehe ich gerade nicht deine Vorgehensweise. Mit den Selbstgesprächen, ich empfinde sie als sehr einseitig. Das ist ihre Definition, ihr einseitiges Denken. Aber jeder Text und die Fragen, die ich jemandem gestellt habe, sie fragt schon wieder jemanden anderen. Ja. Und das ist die große Problematik. Wir werden da gleich genauer darauf eingehen. Was sagst du auf Folgendes? Udo drückt auch gerade meine Knöpfe. Udo drückt überhaupt keine Knöpfe, dann würde ich ein Gedanke von dir Knöpfe drücken. Das geht ja um den blauen Udo. Ich Ja. kann mir gerade keine Holofeeling-Selbstgespräche anhören, denen geht es viele so, die ich mir jetzt ausdenke. Charakteren. Es kotzt mich an, dass ihr nur redet und alle anderen, mit denen ihr Gespräche aufnimmt, nicken und brav Ja sagen. Das Ja. geht eigentlich um die Gedanken von dir. Die, die das machen, die haben es verstanden. Warum lässt er die Leute, die mit ihm, die Menschen, die Leute mit ihm sind, die gestaltgewordenen Erscheinungen des Meeres? Das sind die Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. Was soll das? Ich möchte die anderen auch mal hören. Kommen wir dann gleich bei meiner Antwort dazu. Was sie denken und was sie fühlen. Gedanken von dir, egal welchen Trockennasenaffen du dir ausdenkst, tausende Male
erwähne ich, dass das Gedanken sind und Gedanken, die du dir ausdenkst. Brösel können weder selber denken noch fühlen. Jeden Brösel, der in deinem Traum auftaucht, du bist ein träumender Geist, wird das denken und fühlen, was du träumst. Als Ja. Ding an sich, als Gedanke, fühlen die überhaupt nichts und haben keine eigenen Meinungen. Das sind Kisten, wo du dir was reindenkst und meistens denkst du dir Kisten. Du denkst dir einfach eine Kiste aus und sagst, ich möchte gern wissen, was in der Kiste drin ist. Überhaupt nicht, solange du dir nichts reindenkst. Ja. Der erste Fehler beginnt, wenn du dir einen Menschen ausdenkst, dein Gehirn ausdenkst und dann wissen möchtest, was drin ist. Glaubst du, dass in deinem Gedanken noch was drin ist, in der Kiste noch was drin ist, auch wenn du dir nichts reindenkst? Und dann geht das Spiel der Selbstforschung los. Welche Erfolge sie mit der Anwendung des Wissens erreicht haben. Warum werden sie noch immer als Brösel behandelt? Weil Gedanken, jeden Gedanken, den ich denke, ein Brösel vom Heiligen Ganzen ist. Ob ich an einen Stein denke, an einen Baum denke, es ist einfach nur ein Gedanke. Punkt. Ich behandle meine Gedanken als das, was sie sind, als Gedanken. Welche ja. Arroganz reitet Udo, seine Mitmenschen nicht zu Wort kommen zu lassen? Du, für mich darf jeder denken, was er will. Aber nicht in dem Moment, wo wir Holofeeling machen. Da geht es um den, der sich's ausdenkt. Genau. Wir sind doch alle Lehrer und Schüler zugleich. Nein, wir sind Geist, der träumt. Ja. Nichts anderes. Lehrer und Schüler sind was Ausgedachtes. Er spielt hier den Lehrer. Macht der Udo überhaupt nicht. Der Udo sagt, ich bin eine Figur in deinem Traum und alles, was der Udo dir erzählt. Stimmt. Bestimmst letztendlich du als träumender Geist mit deinem Intellekt. Mhm. Meinst du die Leute, die Toten, die mit ihm die Videos aufnehmen? Nichts mehr in der Vergangenheit aufgenommen. Ein Video taucht hier, ein Bild ist ein Bild taucht hier und jetzt in dir auf und es kommt aus dir. Dass die in sich selbst die Quelle noch suchen? Gedanken suchen nicht nach der Quelle. Aus meiner derzeitigen Sichtweise erzieht Udo die Menschen zu Unselbstständigkeit. Ich sage, es wird immer so sein, wie du dir das von deinem Ego einreden lässt. So sehr ich von Holofeeling begeistert bin, du hast noch nicht begriffen, was Holofeeling bedeutet, würde ich jetzt sagen, desto mehr zeigt sich nun auch die Kehrseite davor. Sie hat Holofeeling überhaupt nicht einen Hauch verstanden, dieser Geist, der mit diesem Programm arbeitet, ist ein absolut toter Geist. Mich würde interessieren, was du darüber denkst. Und jetzt gebe ich meine Antwort. Mhm. Nicht als Udo, sondern als IOB. Jetzt schreibe ja. ich Philin und Konsorten. Du Geistesfunk, ich spreche immer mit dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Niemals mit irgendeinen Gedanken von dir. Mhm. IOB, solltest das eigentlich schon längst wissen. Dein eigenes immer seiendes Licht, rot geschrieben. Das Dunkle ist rot geschrieben. Okay? Du solltest wissen, was du selbst bist. Mhm. Und solltest du Geistesfunk von Ich und B, dein eigenes Licht eigentlich wissen, was die Lampe im Projekt ist und was die Projektionen sind und warum die Projektionen so unterschiedlich erscheinen. Ja. Ich und B führe immer nur, heißt ja ein flackerndes Licht, NUR hebraisiert, nun war fresh, hier Existenz von aufgespannten Berechnungen, Selbstgespräche mit mir selbst, ich bin ja. du. Ja. Jetzt ich bin du, du bist ich. Und das ist These, Antithese und die Synthese ist IOB. Das bedeutet es. Ich kommuniziere als von dir, jetzt ist wichtig, eine Kommunikation, kommunizieren ist eine Vereinigung. Sobald du dir einen Brösel ausdenkst, ob das der Udo ist oder das Tier, das du selbst zu sein glaubst, ist es eine Exkommunikation. Eine Entheiligung. Ja. Ein von dir ausgedachter Brösel, niemals mit irgendwelchen von dir Geistesfunk jetzt unbewusst ausgedachten Leuten, mit Metim, gestaltgewordenen Erscheinungen des Meeres. Mhm. Weder mit dir blauen Evelin, noch mit irgendwelchen anderen ausgedachten Leuten. Jetzt schauen wir mal bloß, die Eva ist ja klar. Und jetzt schauen wir uns mal hier kurz mal kurze Preisierung an. Das ist als eine Unterform. Hier, Lin. Wenn du das ja. jetzt anschaust, da mhm. steckt das Verbrechen, die Sünde, die Missed dort drinnen, zeitliche dort, ist auch der Beischlaf, das müssen wir jetzt mit euch schreiben, im Nichts ist ein Schlaf, erwidert mhm. nur einseitig logische Antworten. Das heißt, der braucht misshandeln und sich selbst quälen und foltern. Ja, oh, da steht's ja. Das steht alles da. So, und dann schauen wir uns hier das mit einem, das Lin mit einem I geschrieben. Das heißt, über Nacht, mhm. nächtige Bleibe, verbleibe du in deiner Traumwelt. Und du wirst nicht einkehren, solange du das nicht abgewinnst. Mhm.
So. Auf das weise ich über in ein Selbstgespräch ausdrücklich hin. Ich weise darauf hin, dass der eigentliche Boss und Bestimmer der ist, der sich alles ausdenkt, der letztendlich, wenn ich in jemanden auftauche, hat er die Reife, das verstehen zu können. Darum tauche ich als Figur im Traum als Uro auf. Mhm. Aber was vom Uro spricht, ist ein höheres Selbst. Laufend wissen zu wollen wie andere Brösel, das heißt, wie Gedanken über irgendetwas denken, das wollen nur sehr unbewusste Kleingeister wissen. Kleingeister, die sich selbst, der Geist, der sie sind, mit einer momentanen Brüssel-Dasein verwechseln. Ja. Nach wie vor, wo ich immer wieder darauf hinweise, du bist was anderes wie ein Gedanke von dir. Wissen zu wollen, wie andere Brösel über irgendetwas denken, bedeutet, ein Wissen haben zu wollen. Jeder, der Wissen haben will, hat es noch nicht. Und es ist so einfach. Wissen ist jeder Moment, der in dir auftaucht, ist dein Wissen. Es ist das Wissen, das du zurzeit anschaust. Es ist deine Information, die sich aber von Augenblick zu Augenblick verändert. Ja. Also ein Wissen haben zu wollen, was jeder bewusste Geist des Fung IQBs eigentlich im absoluten Bewusstsein, bewusst, das Bewusstsein ist nicht existierend. Mhm. Im absoluten, ja, Bewusstsein stehend, das heißt jetzt diese bewusste, immer seiende Ehe des Adams, ja, entsteht eigentlich erst durch die Eva, und das ist die existierende Öffnung, und das, wenn wir nachschauen, wissen wir, ist das Auf und Ab, das Kommen und Gehen von Gedankenwellen. Das heißt, im roten Stehenden, mhm, noch schon kennt. Das Fundament ist endlich, ja, diese existierende Erscheinung ist das Gegebene. Mhm. Jetzt mache ich extra nochmal ganz bewusst dieses, die Radix NT, TNT, NTN, wenn du reinschaust, heißt immer etwas plus minus Gag-Ebenes. Das Gag, das Ausgedachte, ist letztendlich immer eine Gedankenwelle, und da werden nur Einseitigkeiten definiert. Das Ganze baut nur auf Einseitigkeiten auf. Dieses Gespräch von ihr, dieses Ding. Mhm. Warum? Frag mich so dumm. UMM, hebraisiert, ist geistlose Materie. Das, was sie zu sein glaubt. Wissen zu wollen, wie andere Brösel über irgendetwas denken, bedeutet doch geistreich gesehen. Geist ist der Kopf des Schöpfergottes, der Spiegel, ist eine Kollektion, und dieser Geist ist bewusste Ehe sein, eine bewusste Ehe sein. Das ist bewusst ein Adam sein. Mhm. Das bedeutet geistreich gesehen, nur wissen zu wollen, wie oder was deine eigenen de facto selbst ausgedachten Gedanken, weil jeder Brösel, den du dir ausdenkst, ist ein Gedanke von dir, über irgendetwas ebenfalls von dir selbst anderes ausgedacht ist, nämlich das, was du wissen willst, was diese Gedanken von dir eigentlich glauben, was für Meinung die haben, denken. Es ist doch ein Blödsinn, dass ich mir jetzt an Gedanken denke und dann frage ich mich, was denkt der eigentlich über einen anderen Gedanken? Ja. Wir sind hier absolut in der tiefsten inneren Erkenntnis von dem, was sich in dir abspielt. Ja, stimmt. Jetzt fragst du Geistesfunken dich einmal, nicht existierend von Gott selbst. Das ist der innere Bereich des Verstehens, was ich immer Chatdenken nenne, ohne Worte, ohne Bilder. Wie geistlos bzw. geistig unreif bin ich eigentlich, ich eigenes Licht, die Lampe im Projektor noch, wenn ich noch wissen will, was meine eigenen de facto hier und jetzt selbst ausgedachten Gedanken schon wissen oder noch wissen wollen. Ich UB weiß, was jeder von mir selbst erschaffene Brösel denkt. Mhm. Okay, das ist kein Größenwahn, sondern du denkst jetzt, dass du einfach, du bist ein Autor, wir spiegeln das, du bist ein Autor und du schreibst einen Roman. Dann denkst du dir Menschen aus. Und alles, was diese Menschen, die du dir jetzt in diese Geschichte hineindenkst, was die denken, bestimmst doch letztendlich du. Mhm. Du bestimmst, wie sie sind, wie sie aussehen, was sie denken, was für einen Charakter sie haben. Und ich sage jetzt, denke gespiegelt, das Buch, das du zurzeit liest, dieses Leben, das du durchlebst, mit all den Figuren, die auftauchen, werden doch von dir erschaffen. Ja. Das drückt es jetzt aus. Wenn du ich bist, ich weiß, was jeder von mir selbst erschaffene Brösel in meinem Leben denkt, weil ich das Buch vorher geschrieben habe, das ich selber lesen muss in der Vergessenheit. Mhm. Und du beziehungsweise ihr Geist ist Funk, das heißt wir, ich bin du, du bist ich und wir alle sind ich UB. Wirst es auch wissen, jetzt machen wir und unsere raumzeitigen Spiegelungen, wirst es auch wissen, wenn du mich UB,
dich selbst als Geistesfunk und unser Holofeeling absolut verstanden hast, für dich, Evelyn und Konsorten, das sind all die, die das einfach nicht wahrhaben wollen, ist alles und jeder genauso wie du ihr, jeder für sich glaubt, dass es ist. So, jetzt fahre ich dann nochmal hoch. Er spielt sich hier als Lehrer auf. Meinst du, die Leute, die mit ihm Videos aufnehmen, dass die in sich selbst die Quelle noch suchen? Bla 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 bla, die haben die nicht zu suchen. Die, die wirklich aufmerksam zuhören, haben sie gefunden. Naja. Also ich bin auch noch der Holger mit dem GR am Ende, der in der Fremde übernachtet. Für mich das geht ist, das alles ist einfach. Auch noch. Jetzt lass uns ganz kurz immer gleich fertig. Ja. Okay, für du oder ihr, für unbewusste Geistesfunk, jeder für sich glaubt, dass es so ist. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Jeden Menschen, den du dir denkst, der beginnt in dem Moment zu existieren, wenn du ihn denkst. Und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Der Udo genauso wie der Holger oder der Udo, wenn du an dich selbst denkst, selbst wenn du an dich selbst denkst, ist der, den du dir jetzt ausdenkst, so wie du ihn dir ausdenkst. Ja. Arm, krank, dumm, gescheit, wissend. Mhm. Auch das, was du ihr über den Brüssel Udo oder Holofeeling denkt und zu wissen glaubt, das wird dann so sein. Das Wort Holofeeling, Holofeeling ist keine Glaubenslehre. Da geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist. Holofeeling beschreibt das heilige Ganze. Du solltest nochmal das Selbstgespräch, also dieses Buch Holofeeling für Neugierige lesen. Ich weise so oft darauf hin, wo ich sage, viele sagen, Holofeeling ist richtig. Die haben keine Ahnung. Holofeeling nimmt für sich nicht den Anspruch, richtig zu sein, weil in dem Moment sagen dann andere, verkehrt, das ist die Tasse. Holofeeling ist allumfassend. Wisse, geistreich abgerechnet wird immer am Schluss. Das heißt im absoluten Sub, das ist das absolute Ende und das ist das Hier und Jetzt, jeden Moment. Du wirst immer dieses Spiel zwischen Fragen und Antworten, solange du dich in der Kategorie 1 oder in der Kategorie 2 bewegst, und wir können jetzt dann da mal wieder zurückgehen. Solange du dich in der Kategorie 1 oder in der Kategorie 2 bewegst, das heißt, dass du einseitige Antworten erwartest. Es ist immer wieder die Meinung, wenn dich interessiert, was andere meinen, was jetzt ausgedacht, normal gesprochen, der von uns ausgedachte Brösel ja wissen will, na soll ich dann geh ganz einfach ins Internet, geh in Foren, geh auf YouTube und schau dir die Kommentare an und dann siehst du die Meinungen von anderen. Ein Schwall von unterschiedlichen Meinungen und Rechthabereien und Perspektiven, mich interessiert doch die Scheiße gar nicht mehr. Dich sollte nur noch eine einzige Meinung interessieren, nämlich deine eigene einseitige Meinung. Darum sage ich hier, erhebe dich. In dem Moment, wo du der Beobachter wirst, musst du einen Zustand kriegen, wo du vollkommen wertfrei schaust und den Fokus verlagern auf deine einseitige Meinung. Das ist die einzige Meinung, die dich interessieren soll, nicht die Meinung von irgendwelchen Gedanken, die du mit deiner Meinung aufschmeißt. Lass dich auf dich wirken. Es gibt nur noch eine Meinung, die du durchschauen solltest, nämlich die des Charakters, den du zurzeit durchlebst. Diese Meinung ist die einzige, die dich interessieren sollte, wo du neugierig sein solltest, wie funktioniert ich eigentlich, wie funktioniert dieses blaue Ich eigentlich, mit dem ich alles verurteile und über alles und jeden richte. Mhm. Und dann wirst du feststellen, es ist ein vollgesogener Schwamm, der geistlos in einem Regel, in einem einseitigen Regelsystem lebt, bis zum es geht nicht mehr. Allerdings. Es ist auch, du kannst so viel interpretieren, wenn wir in dem Chat sind, dann gehen wieder eine dazu, dann gehen sie raus. Meinst du, das Problem deines Lebens stellst du ab, wenn du sagst, ich will mit Holofeeling nichts mehr zu tun haben? Ich reiche dir eine göttliche Hand, um dich aus dem Scheißdreck rauszuholen und du mauerst ohne Ende in deiner Einseitigkeit, in deiner Arroganz, ständig über alles und jeden zu richten und zu urteilen. Das ist weit davon entfernt, bewusst zu schauen, wie du richtest und urteilst, ohne dein Richten und Urteilen zu bewerten. Ja. Das ist das Thema der letzten Selbstgespräche gewesen. Ganz genau, ja, gut. Und ich kann dann immer nur wiederholen, das ist keine Drohung, sondern eine göttliche Warnung. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Grundvoraussetzung ist, dass du mich jetzt sprechen hörst. Und mich ist jetzt ein Symbol, das immer seiende Ich. Das heißt, du hörst dich jetzt selbst sprechen, weil das, was du hörst, ist letztendlich deine Information, die du selber aufschmeißt. Als träumender Geist und als solcher ausgedachter träumender Geist wiederum kannst du dir nicht raussuchen, was du träumst. Mhm. Aber du kannst dich darüber erheben, indem du dir einfach bewusst machst, dass du sagst, jetzt setze ich mich einfach mal spaßhalberweise, wenn ich an mich denke, als träumenden Geist. Und dann kriegst du diese tausendfach erwähnte Reihe zwischen träumender Geist, Bilder, Intellekt beziehungsweise Maler, Einfallspinsel, Erzeugnisse. Mhm.
Und dieses simple Beispiel, wo ich sage hier, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht und das ist voller Fehler und du fängst an, den Kugelschreiber zu kritisieren, weil er Fehler reingemacht hat. Du hast das Prinzip nicht verstanden. Also ich kritisiere jetzt auch nicht die von mir ausgedachte Evelyn. Nee, das... Es sind Beispiele. Ja. Es sind alles Beispiele, um dich genauer zu durchschauen. Was wir hier machen, ist Philosophie in der höchsten Ebene. Die Liebe zur Weisheit in einer höchsten Ebene, die hat nichts mehr mit der Frage zu tun, ist es richtig oder ist es verkehrt? Das ist eine Kategorie-2-Frage. Warum taucht jetzt das in mir auf? Weil ich es noch nicht verstanden habe. Richtig, weil du dir das jetzt ausdenkst und noch nicht verstanden hast, weil du immer noch einseitig reagierst mit einer Logik, mit einem Intellekt, den du beobachten sollst. Du sollst der sich dessen bewusst wird. Ja, genau. Ja, passt. Ein Spiel, das man mit sich selbst spielt. Ich habe es nicht nötig, mich zu verteidigen. Es ist mir sowas, das ist dein Problem. Was sind Probleme? Ein Problem ist, was vorgelegt ist. Das heißt, jeder Moment, der in dir auftaucht, Moment, der Fehler, der ständig auf und ab geht, das fällt ja in dir, ohne dass es in dir fällt. Das ist das heilige Denken. Ja, ja. Dann viele, die sagen, ich mich kotze das jetzt auch nicht, gehe da raus. Ich sage, du kannst selbstverständlich was ablehnen. Du musst dich bloß fragen, warum. Genau. Gehe ich jetzt raus, weil ich meine, ich habe es nicht mehr nötig? Das Holo-Feeling, den Chat, dann siehst du Arschlochkarte. Wenn du es wirklich nicht mehr nötig hast, kannst du gleichgültig sein. Dann kannst du aber drinbleiben auch, du musst es ja nicht lesen. Ja, genau. Kann man drin aber bleiben. Ist das nicht immer, wenn ich irgendwo raus will, ob das aus einem Chat ist, aus einem Beruf, aus irgendwas, ist ein Nicht-Einverstanden-Sein. Ja, sein Wollen. In der Gleichgültigkeit, wenn du bist, ist es dir gleichgültig. Stimmt. Ja. Es ist doch immer ein Nicht-Haben, denn du kannst doch von dir selber, von dem, was du bist, gar nicht davonlaufen. Das bist du doch schon. Aber das, was davonläuft, ist das, was du zu sein glaubst. Ja. Ja, ja. Ich bin voll dabei, Udo. Voll ich dabei. Zurückweiten das Debberwein-Video, so rum. Das Debberwein-Video. Dieses Interview, auch hochinteressant, die Altersweisheit. Ich könnte doch so für jede Kleinigkeit, wenn ich die kommentiere, wird es anders. Wenn du ich bist, wirst du die geistreich kommentieren und dann löst sich das eh alles. In Luft auf, im Chaos, der Luftraum. Das ist immer diese Einseitigkeiten. Das ist, du wirst leiden und leiden und leiden, bis du zuerst einmal den ersten Schritt, der dir bewusst werden muss, mach dich zu dem Beobachter, der schaut, der vollkommen wertfrei ist, der nichts mehr bewertet. Und wie gesagt, es sollte nur noch eine einzige einseitige Meinung analysieren, nämlich deine eigene. Die Meinung der Menschen ist so sowas von vielfältig. Es ist kein Lernprozess dabei. Ich wiederhole nochmal, wenn dich die Meinungen anderer interessieren, dann gehen irgendwelche Foren, gehen Chats, eine einzige Streiterei um Standpunkte. Ja, ich erkläre mit Holofeeling das heilige Ganze, das du selbst bist. Und dass du mit aller Gewalt nicht sein willst durch deine Einseitigkeit. Geistreich denken ist immer ein Vervollkommnen, das hat aber nichts mit persönlichen Meinungen zu tun. Das heißt, alles, was jetzt ein BC reinschreibt oder was, das sind Erkenntnisse, die er in sich entdeckt, weil er nachforscht, aber nicht die Meinung vom BC. Und dann doch wieder, weil eine M-Einung ist immer eine Ein-Ich. Jetzt schreiben wir das mit A-I-N. Ein nicht existierender göttlicher Geist, das ist eine Ein-Ich-Ung. Verbunden seiender Geist, das ist die Einigung. Ja. Das macht die Vordersprache, neutralisiert alles. Ja, ja. Wir können jetzt gleich die Stelle, wenn ich die ganzen Bücher, wo du liest mit Osho, das, wenn du mit raumzeitlichem Wissen lesen wirst, dann nützt dir das nichts. Du weißt, diese Seite, wo viele darauf reagiert haben, wo ich das nur blau einfärbe. Das war super, ja. Das ist super. Siehst du das schon, wenn du was liest? Es ist vorhergehend, hat die Diana, jetzt rede ich wieder normal, reingestellt. Merkst du, das ist schon, wenn man auf dieser Ebene sich unterhalten. Du, die Diana hat hier einen kleinen Auszug aus den Ohren Bahrung Verbindung sein reingestellt. 17 Zeiten. Ich lege dir dringend ans Herz, wenn du den Zugriff hast, lies diese 17 Seiten sehr gewissenhaft. Okay, gut. Ich kann mir jetzt wieder viele Brösel ausdenken. Geistesfunk mit einem Bröselprogramm, die das ihnen zu viel ist, weil das 17 Seiten sind, das ist ihnen schon wieder zu viel zu lesen, das habe ich schon gelesen. Ja, dieser göttlichen Empfehlung sollte man Folge leisten. Stell es dann nochmal, wenn was in dir auftaucht, nimm dir die Zeit, es genauer anzuschauen.
Es fällt dann wieder rein und du hast es nicht durchschaut und dann wirst du immer wieder Probleme, Probleme, neue einseitige Probleme wiederholen bis zum Erbrechen, bis in alle Ewigkeit. Du bist ewig, das ist das, was ich dir erkläre. Indem ich das erzähle, du bist ewig. Du wirst diesen Zustand nicht abstellen können, dass du ewig bist. Ich erkläre dir, was du bist. Ein nicht denkbares Nichts. Und solange du dich noch mit einem Ich verwechselst, wird ein einseitiger urteilender Intellekt und das ist dein Gefängnis. Dein Gefängnis ist deine Rechthaberei. Oder Recht haben wollen, Recht haben. Oder Recht haben wollen. Und anderen vorwerfen, dass sie nicht Recht haben. Ein Urteil, ein einseitiges Urteil, das ist die Arroganz, nicht das, was der Udo macht. Wenn noch kleiner, ich kann es nicht nochmal sagen, dann hörst du nicht zu. Ich sage, ich bin jetzt ein Gedanke, den du denkst und ich will so sein, wie du mich ausdenkst. Das heißt, dieses Gespräch hörst bloß du. Sobald du sagst, das hören ja andere auch. Gedanken von dir hören nichts. Alles, was in dir auftaucht, ist vollkommen neu. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel diesen Auszug aus dem sechsten Selbstgespräch der ersten 8 Bände Verbindung sein liest, wo die dir aufgestellt hat, da ist in ganz, ganz klaren Worten wird auf die Probleme hingewiesen, wo immer wieder steht, du sitzt jetzt da, du hast ein Fetzen Papier vor dir oder ein Monitor bis jetzt. Damals war es ja noch ein Fetzen Papier. Du hast einen Monitor vor dir. Da spricht jetzt einer in dir. Das ist doch deine Stimme. Du denkst dir jetzt diese Worte aus und machst aus den Worten, sagst du mal Geräusche. Du denkst doch. Ist dir das jeden Moment bewusst? Nee. Das muss dir jeden Moment bewusst werden. Ja. Dann bist du im Hier und Jetzt. Sich jeden Moment bewusst machen, einfach nur schauen, was jetzt ist, ohne das zu bewerten. Das ist meine Botschaft. Ja. Und zu glauben, dass das irgendein Gedanke von dir verstehen könnte und wenn das dann alle verstanden haben, dann wird die Welt besser. Das ändert dem substanziellen Denken, des materialistischen, getrennten Auseinanderdenken überhaupt nichts. Genau, ja. Ja. Das, was wirklich geistreich gesehen, rot geschrieben, besser ist, das ist immer wieder mein Gut, platzt auf in Gut und Schlecht. Du darfst blau, Gut und Schlecht als These und Antithese nicht verwechseln mit dem Gut, Rot geschrieben. Der Geist ist verbundenes Immerseiendes, wenn man das hier hinmacht. Oder der verbundene Spiegel, der Reihe, der Kopf des Schöpfers, dem sich alles in Wellen herausspiegelt. Bin dabei. Was ich immer so mache. Das hast du zu überwinden, diese Erkenntnis, und da musst du nichts tun, du musst einfach nur wissen, was du bist. In dem Moment, wo du wirklich weißt, was du bist, hast du es schon verstanden. Dann habe ich gerade gesagt, als bewusster Geistesfunk IOB solltest du eigentlich das schon längst wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und dann interessieren dich nicht, was deine Gedanken denken. Die Frage stellt sich überhaupt nicht mehr. Bis auf eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich sage immer wieder, in der Welt der Perspektiven, das heißt dann mal die 16 Perspektiven, was natürlich sehr interessant wird, weil wir dann in die 64 kommen, in den Bitrechner, das führe ich dann in den IGING. Das ist ja 64-Bit-Rechner. Ja. Wenn man das sieht. Und das ist interessant, dass die 64 eigentlich bloß 0 und 63 Zeichen sind. Das habe ich schon mal darauf hingewiesen. Die 0 ist dann, das ist im Tarot, wenn du das Tarot-System machst, ist das der Narr. Der Narr. Okay. Das ist das Nichts, das du selbst bist. Ein bewusster Narr. Darum habe ich mich ja früher in Selbstgesprächen auch immer Joker genannt. Ich bin dein Joker. Und du sagst, das ist ein schlechter Lehrer, der ist ja so arrogant. Obwohl der permanent sagt, ich bin ja bloß ein Gedanke von dir. Muss nur zuhören. Ein Gedanke von dir, ein Bubs, ein B-U-B, ein Bubs, Weisheit, du bist in deinem Kopf. B-U-B-S heißt die Weisheit, U-B ist Bewusstsein. Es ist ein Bubs in deinem Kopf, mehr ist doch der Udo nicht. Jetzt. Das ist, darum geht es. Und du wirst immer wieder merken, immer daran denken, solange du da resonierst, positiv oder negativ, es sind immer noch Spiegelungen des einen Charakters, dieser einen einseitigen Meinung, die du ich nennst. Dann ist auch Egos. Ja, ist so. Stimmt, ist immer noch. Und das ist ein Gefängnis, du sperrst dich mit solchen Äußerungen ein und du leidest und leidest und dein Ego wird dir immer erklären, wer oder was dran schuld ist. Jetzt hat sie endlich die negativen Seiten von Holofeeling erkannt. Ich war ja so positiv. Das heilige Ganze ist alles. Alle Wellen. Die Wellen Berge und die Wellen Täler. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Darum soll ich zu sagen, Holofeeling ist richtiger wie was anderes oder es ist verkehrt.
Man hat die wesentlichen Worte nicht verstanden. Die einfachsten Worte in einem ganz einfach klar gesprochenen Deutsch. Es ist blind, weil die Filter eingeschaltet sind, die Personen. Drum, was interessiert dich? Persönliches Wissen. Persönliches Wissen ist gefiltertes, einseitig projiziertes Wissen. Ja, genau. Es sind immer Wissen mit Filtern projiziert, ausgedacht durch Filter, ausgedacht, Projektionsfilter, ausgedacht. Was denkst du bei dem Wort Ramp, bei dem Wort Krebs, bei Krankheit? Und auch wieder, wenn Informationen, Reizauslöser auftauchen in dir, wieder komplett einseitig gefiltert, für sich selber verstanden, was man einseitig selbst ausgelegt hat. Das muss man sich angucken. Das ist es, das musst du wiederholen, solltest du wiederholen bis zum Erbrechen, und wenn du es verstanden hast, löst es sich in Luft auf mit einem Lächeln. Mal bin ich blöd gewesen. Und dann bäumt sich immer und immer wieder das Die in einem selbst auf. Es kann niemals irgendein Trockennasen auf, den du dir ausdenkst, mehr wissen als du selbst, der du doch im Meer bist. Ja. Und du weißt, was du bist. Wenn, ja, genau. Ja. Das Wissen der Welt sind Facetten von deinem Wissen. Mhm. Das gilt jetzt schon für deine jetzt ausgedachte Welt. Ja. Weil Figuren in einem Traum nur das erzählen und reden können, was du dir selber ausdenkst. Genau, ja. Und ich erkläre dir, warum du dir das ausdenkst und was dir das sagen sollte und was die Figuren in einem Traum erzählen, ist eigentlich sekundär, bis auf eine Ausnahme. Ich selber. Mein Programm. Es ist immer die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Dann könnte ich auch auf die Figuren besorgen, was der Udo dir erzählt, ist dein Wissen. Nicht das Wissen von dem ausgedachten Udo. Jetzt bring mir irgendeinen anderen, der das auch sagt. Kein. Ist mir keiner bekannt. Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und du wirst dem vor, der ist arrogant. Ja, ja. Okay. Und du wirst dem vor, der ist arrogant. Mach dir doch mal drüber Gedanken. Lass mal's gut sein. Klasse, Udo. Klasse.